Gunther, es ist toll, dass du heute hier bist. Wir sind heute an einem etwas ungewöhnlichen Ort. Hier werden Fahrzeuge von Mercedes-Benz Special Trucks auf Herz und Nieren geprüft. Die Entwicklungsingenieure fahren hier regelmäßig ihre Tests, um die Geländegängigkeit von diesen Fahrzeugen zu überprüfen, weil diese Fahrzeuge teilweise in extremen Bedingungen unterwegs sind. Was extreme Bedingungen sind, weißt du am besten. Du warst 26 Jahre lang mit einem Mercedes-Benz unterwegs, aber vielleicht berichtest du ganz kurz davon, was deine Erfahrung mit Mercedes-Benz Offroad-Fahrzeugen angeht. Ja, also ich kann nur von einem Offroad-Fahrzeug sprechen. Das ist ein Mercedes-Geländewagen, diese G-Version aus dem Jahre 1988, zu einer Zeit, zu der noch keine Elektronik im Gespräch war. Der Motor hatte bescheidene 88 PS, aber hat mit diesen 88 PS den Wagen 900.000 Kilometer um die Welt gebracht. Der Motor ist heute noch eingebaut, er startet heute genauso wie immer und hat in seinem Leben viele Strecken befahren müssen, die vergleichbar sind mit diesen Teststrecken. Nur dass diese Strecken, die wir fahren mussten, dann nicht mit Beton belegt sind oder Asphalt belegt sind, sondern wirkliche Buschstrecken waren, die wir nicht aus Jux und Tollerei oder weil wir nun unbedingt im Gelände unterwegs sein wollten, befahren haben, sondern befahren mussten, um von A nach B zu kommen. Wie ist das entstanden? Das ist ja extrem ungewöhnlich. Also die Idee war, im Leben noch mal was anderes zu machen. Und was anderes zu machen in einer substanziellen Weise. Und ich habe lange damals überlegt und Gott sei Dank entschieden, den Wagen zu kaufen, den wir dann gehabt haben. Und würde das heute genauso wieder machen, der hat sich einfach bewährt. Und wollten mit dem Wagen etwa 2-3 Jahre durch Afrika fahren, also von Europa aus über Gibraltar und dann im Zickzack runter bis ans Kap. Das haben wir auch gemacht, aber aus den geplanten 2 Jahren sind dann ein bisschen mehr geworden. Wir haben den Wagen anschließend noch nach Südamerika verschifft, sind durch Südamerika gefahren und dann natürlich Nordamerika. Und am Ende ist daraus innerhalb von 26 Jahren die gesamte Welt geworden, mit der Ausnahme von der Antarktis. Erste Umdrehung läuft ab. Musik, den Entwicklern von diesem Motor kannst du immer noch mal auf die Schulter klopfen. Für meine Frau war dieser Geländewagen wie ein Kind. Sie sprach immer von ihrem Ottilein und hat auch dieses Ottilein manchmal wie ein Kind behandelt. Ottilein wurde alle 1000 Kilometer gestreichelt, wenn wieder 1000 Kilometer erfolgreich abgefahren waren. Wir haben letztlich diese vielen Jahre wie siamesische Drillinge verbracht, weil wir uns ja voneinander nicht trennen konnten. Wenn man mit dem Wagen unterwegs ist, kann man nicht sagen, ich gehe jetzt in den Keller und werde etwas bügeln. Das geht nicht. Hier bei diesem Otto haben wir in den ganzen Jahren etwa 180 Mal Öl gewechselt, also Öl und Filter. Ja. Und der Otto hat es gedankt, kann man nicht anders sagen. Also wir haben alle 5000 Kilometer gewechselt, okay. Und immer dafür gesorgt, nicht wahr, dass er frisch geschmiert wird. Ne? Wo sie stehen, ist normalerweise sicherlich einer der schönsten Ausblicke des mittleren Schwarzwalds, aber jetzt haben wir gerade, ich sage mal, etwas spektakulär die Nebel in die Täler befohlen. Ja. So, das ist jetzt der Arktros. Komfortabel, ne? Ja. Hier oben ist auch noch ein Bett. Ja, Doppelstockbett. Echt? Ja.
gut geschlafen. Ja. Ich war ein bisschen frisch und dann leicht zugig. Aber Matratze ist super. Ich bin zu Hause. Es ist richtig, wie es gehört, oben geschlafen. Eben auch wegen der Schaumstoffmatratze oben. Ich hätte ja die Standheizung noch anfeuern können. Ich glaube, dann wäre es richtig kuschelig gewesen. Dann hätte es schneien, stürmen, regnen können. Egal. Mercedes-Benz, the best or nothing.